Der Reboot vom Winx Club könnte noch besser werden, als man erwartet, denn es wurden einige weitere Details über die Serie bekannt. Im Gegensatz zur letzten Staffel wird die Serie eine ältere Audienz ansprechen. Eine der Ankündigungen war die Rückkehr düsterer Themen aus der alten Serie. In den letzten beiden Episoden von Staffel 2 wurde Bloom von Lord Dakar in die dunkle Bloom verwandelt, um ihm zu helfen, die ultimative Macht zu erlangen. Bei der letzten Konfrontation brachen Skys Liebeserklärung und die Erinnerungen ihrer Freunde Dakars Bann. Bloom verzichtete daraufhin auf die ultimative Macht und heilte alle, besiegte schließlich Dakar und kehrte zu ihrem wahren Ich zurück. In der zweiten Folge von Staffel 3 änderte sich Stellas Aussehen, als Chimera sie unter dem Einfluss von Vertors dunkler Magie während des Prinzessinnenballs in ein Monster verwandelte. Und in der vierten Folge von Staffel 3 suchte Stella mit Hilfe ihrer Freunde nach dem Spiegel der Wahrheit, um den Fluch zu brechen. Am Ende brachen Brandons Liebe und die Erkenntnis, dass ihre wahre Schönheit von innen kam, den Fluch und gaben Stella ihr ursprüngliches Aussehen zurück. In einer anderen Folge traten Layla und die Winx während einer Mission auf Andros gegen Vertor und die Trix an. Nachdem Layla Vertor mutig herausgefordert hatte, schlug er mit einem Zauber zurück, der sie blind machte. Als sie aufwachte und feststellte, dass sie ihr Augenlicht verloren hatte, war Layla am Boden zerstört, was einen wichtigen und emotionalen Moment in ihrem Kampf gegen Vertor markierte. Eines der schockierendsten Ereignisse in der Geschichte des Winx Club ereignete sich in der 13. Folge von Staffel 3. Tekna traf die mutige Entscheidung, das einstürzende Omega-Portal von innen zu versiegeln, um Andros zu retten, auch wenn sie dafür ihr Leben riskieren musste. Sie war erfolgreich und verdiente sich ihr Enchantix, wurde aber auf tragische Weise in die Omega-Dimension gesaugt und ließ das Portal geschlossen zurück. Dies war ein großer Schock für ihre Freunde, vor allem für Musa, die sehr weinte, weil sie glaubte, dass Tekna für immer verloren war. In Staffel 4 opferte sich Nabu während der Zeremonie der Wahrheit, um einen dunklen Abgrund zu schließen, der die Feen der Erde bedrohte. Obwohl es ihm gelang, den Abgrund zu schließen, kostete ihn die Anstrengung all seine Kraft, was zu seinem Tod in Laylas Armen führte. Obwohl die Winx eine dunkle Gabe besaßen, mit der sie jemanden wiederbeleben konnten, stahl und benutzte Ogron sie, was Layla am Boden zerstört zurückließ und sie dazu brachte, sich Nebula anzuschließen und Rache zu üben. Diese Themen erinnern uns daran, wie düster der Winx Club sein kann. Und ich glaube, dass der Reboot definitiv Momente wie die dunkle Blume und Stellas Verwandlung in ein Biest wieder aufgreifen wird. Die dunkle Blume wurde von den Fans geliebt und hat unsere Aufmerksamkeit erregt. Und für Stella ist es sehr wichtig, schön zu sein. Also könnten wir sehen, wie sie den Zuschauern eine Botschaft über Schönheitsnorm vermittelt. Was meint ihr dazu? Ein weiteres Thema in der Serie könnten die Konflikte zwischen den Winx Club-Mädchen sein. Vor allem Stella gerät oft in Streit oder Konflikte mit anderen und das dramatischste Paar könnten Stella und Layla sein. Stella und Layla haben gegensätzliche Persönlichkeiten, die oft zu Konflikten führen. Stella ist egozentrisch, modeorientiert und manchmal etwas unreif. Sie gibt dem Einkaufen und dem geselligen Beisammensein den Vorzug vor ernsthaften Aufgaben. Sie ist selbstbewusst, eigensinnig und genießt es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Im Gegensatz dazu ist Layla praktisch veranlagt, sportlich und legt großen Wert auf Verantwortung und Disziplin. Sie ist einfühlsam, hilfsbereit und gibt oft pragmatische Ratschläge, aber ihre Sturheit und Ungeduld können zu Konflikten führen, besonders wenn sie das Gefühl hat, dass andere die Dinge nicht so ernst nehmen. Im Reboot könnten diese Konflikte aufgrund ihrer unterschiedlichen Herangehensweise an Herausforderungen noch stärker zum Vorschein kommen. Wir haben bereits Beispiele dafür in der alten Serie gesehen. In der 11. Folge von Staffel 4 kommt es zu Spannungen, als Stella Layla vorwirft, sich mehr um Nabu als um das Team zu kümmern. Stellas impulsive Gedanken kollidieren mit Laylas ernsthafter Persönlichkeit. Beleidigt von Stellas Anschuldigung stürmt Layla davon. Am nächsten Tag fühlt sich Stella schuldig und versöhnt sich während einer Mission mit Layla, was zeigt, dass sie sich trotz ihrer Differenzen sehr umeinander kümmern können. Ein weiteres Paar, das aufeinanderprallen könnte, sind Musa und Tekna. Obwohl Musa und Tekna eng befreundet sind, kommt es aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Problemlösungsansätze häufig zu Konflikten. Tekna ist logisch, perfektionistisch und technologieorientiert und neigt dazu, Logik und Struktur in den Vordergrund zu stellen. Manchmal fällt es ihr schwer, ihre Gefühle auszudrücken und sie verlässt sich lieber auf Logik als auf Gefühle. Im Gegensatz dazu ist Musa gefühlsbetont, musikbegeistert und legt Wert auf persönlichen Ausdruck und Intuition. Zum Beispiel in der Folge, in der die Winx das Goldene Auditorium besuchen. Da freut sich Musa über den Ausflug, fühlt sich aber von ihren Freunden etwas missverstanden. Auch von Tekna, die emotionale Bedeutung des Ereignisses für sie nicht ganz begreift. An diesem Abend streiten sich Musa und Tekna, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass Tekna nicht in der Lage ist, sich in Musas Gefühle einzufühlen und Musa frustriert ist, weil sie missverstanden wird.
Aber als die Schule jedoch von Kreaturen angegriffen wird, die von Celina mithilfe des Legendariums geschickt wurden, legen Musa und Tekna ihre Differenzen beiseite und arbeiten zusammen, um den Tag zu retten. Tekna erschafft dabei ein magisches Gerät, um Musas Stimme zu verstärken, sodass Musa ihre Magie einsetzen kann, um die Kobolde letztlich zu besiegen. Erinnert ihr euch, abgesehen von der Dramatik, an einige Kraftkonzepte, die in späteren Staffeln nie verwendet wurden? Das erste stammt von Bloom. Bloom hat die einzigartige Fähigkeit, die wahre Natur der Menschen zu sehen. Eine empathische Kraft, die es ihr ermöglicht, ihre Auren und Absichten zu erkennen. Diese Fähigkeit wird in der Episode deutlich, in der sie nach Gardenia in den Urlaub zurückkehrt. In der Stadt entdeckt Bloom diese Fähigkeit, als sie eine dunkle, verschwommene Aura um einen Mann sieht, die auf sein bösartiges Wesen hinweist. Sie nutzt diese Fähigkeit, um die wahren Absichten von Mr. Brown und Mr. Bonner aufzudecken, die den Blumenladen ihrer Mutter übernehmen wollen. Blooms neu entdeckte Fähigkeit hilft ihr, ihre Mutter vor den Plänen der beiden zu warnen und rettet schließlich den Laden vor der Zerstörung. Eine weitere Fähigkeit stammt von Musa. Musa nutzte ihre Fähigkeit, ultraniedrige mentale Wellen zu erkennen und zu interpretieren, um Galathea zu finden, als sie in Gefahr war. Diese Fähigkeit, die auf ihrem Heimatplaneten Melody weit verbreitet ist, ermöglichte es Musa, das Notsignal zu erkennen, das Galathea aussandte, als sie von den Tricks gefangen genommen und gezwungen wurde, sie in den Saal der Verzauberung in Alphea zu bringen. Diese beiden Kräfte waren in den späteren Episoden dann einfach nicht mehr zu sehen und das finde ich echt schade. Aber vielleicht sehen wir sie ja wieder im Reboot. Nach all diesen Möglichkeiten fahren wir mit dem offiziellen Spoiler fort, der verrät, dass Tekna ein wichtiges Gerät erschaffen wird. Trotz Teknas Intelligenz und ihrer umfassenden technologischen Fähigkeiten gibt es in der Serie Momente, in denen ihr Potenzial als Fee der Technologie nicht so voll ausgeschöpft wird. Tekna verfügt zwar über ein breites Spektrum an Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Manipulation von Maschinen, die Erschaffung digitaler Schilde und die Kontrolle von Elektrizität, aber sie konzentriert sich oft auf die Lösung praktischer Probleme, anstatt innovativ zu sein oder neue Technologien zu entwickeln. Aber dies ist meiner Meinung nach eine gute Gelegenheit für sie, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich denke auch, dass das von ihr erschaffene Gerät mit Bloom zu tun haben wird, denn genau wie in der Originalserie wird Bloom auf der Suche nach ihrer Familie sein. Vielleicht könnte dieses Gerät ja den Aufenthaltsort oder das Datum von Domino verraten. Was meint ihr dazu? Okay, das waren alle Details zum Reboot. Seid ihr gespannt darauf? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!